Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage in Peace. Ja, ich weiß, ich habe euch einen kompletten Monat lang auf eine neue Episode warten lassen, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen verständlich. Also eine Episode pro Monat, ich glaube, das kriege ich noch hin, aber hier braucht man wirklich nicht nur vom Rage-Faktor, sondern auch vom Emotionalen her ein ganz schön langes Päuschen, bevor man sich wieder hineinwagen kann in die Geschichte von Timmy. Wir starten heute hier mal im Startbildschirm. Das passt ja, wisst ihr, weil beides ist Starten. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge ja so ein kleines Ratespielchen mit euch gespielt, wie viele Tode wir denn bisher so haben. Ich werde es nach dieser Folge hier nicht nochmal zeigen bis zum dementsprechenden Finale, aber wir sind bei 754 Tode insgesamt. Wie die jetzt da gezählt wurden, ob da wirklich alle Tode mit drin sind oder wenn ich mal versehentlich einen Checkpoint verpasst habe und nochmal was nachspielen musste, ob das dann rausgerechnet wurde oder da welche verschwunden sind, kann ich euch nicht sagen, aber das wird mir zumindest angezeigt vom Spiel und wir sind bei 52,17%. Und es ist immer noch alles sehr von dramatischen Ereignissen und Emotionen geprägt. Wir sind aber zumindest wieder so halbwegs in normalen Leveln. Und Timmy ist bei der Trauer angelangt, läuft also jetzt gleich sehr, sehr langsam durch dieses Level hier. Das kommt mir aber gerade recht, denn diese ganze Schnelligkeit, die mit der letzten Folge oder allgemein den letzten Abschnitten verbunden war. Och Mensch, ich hab's vermisst, ey. Ich hab's echt, ich habe es vermisst. Und hier war ja der Twist. Springen kann ich übrigens gar nicht. Dass die Steuerung vertauscht wurde. Das heißt, wenn ich jetzt nach links drücke, dann laufe ich nach rechts. Und wenn ich nach rechts drücke, dann laufe ich nach links. So. Kommt das nochmal? Nee. Sehr schöne Klaviermusik gerade. Und auf eure ganzen Kommentare zur Story-Einschätzung. Also, wir hatten ja in der letzten Episode auch viel Zwischensequenz mit drin. Ist jetzt natürlich für mich auch so ein Weilchen her. Das ist leider ein bisschen so ein Nachteil von diesen langen Pausen zwischen den Episoden. Aber ich werde auch hier eben dadurch, dass es ein komplettes Let's Play wird, ein komplettes Let's Play ist, eben im Fazit, habe ich ja schon angesprochen, auch nochmal auf solche Sachen eingehen, was ich vielleicht selbst falsch eingeschätzt habe oder wieso ich bestimmte Dinge gesagt habe. Oh, was kommt denn hier? Das ist ja ein richtiger Schlawiner. Hier ist halt jetzt wirklich alles im Voraus einschätzen. Oi, oi, oi. Super wichtig. Hinweis, jämmerlich gewöhnlicher Kerl, hing der Vergangenheit nach, konnte sich vor dem Ende nicht verzeihen, voller Kummer gestorben. Wir haben ja auch ganz andere Hinweise jetzt in unserer Pfeilakte. So, hier sollte man einfach durchlaufen und knallt das hinter uns runter. War halt eigentlich echt nur die Möglichkeit. Och, komm! Also, da ist immer wieder Millimeterarbeit am Start. Timmy, du lässt dich aber wirklich hängen jetzt hier. Ist nicht so, dass wir es nicht verstehen können, aber ein bisschen schneller laufen kann man auch, wenn man schlecht drauf ist. Ich beschwere mich wirklich über genau das, was Timmy tut. Entweder rennt er mir deutlich zu schnell, oder er ist hier im Slow-Mo-Modus unterwegs. Ich hätte es halt einfach schön gefunden, noch so ein bisschen weiter einfach die regulären Level zu spielen. Mir geht einfach jetzt diese ganzen anderen Passagen. Das geht mir jetzt schon eine Weile zu lang. Und dass man wirklich einfach auch am Rand von Dingen verreckt, muss halt auch nicht sein. Machst du auch was? Nee, ne? Ah, da kommt wieder der Drahtesel kommt hier durch. Er hat so einen richtigen Stachel hinten dran, ne? So, kommt hier was? Ne. Aber bestimmt kommt gleich nochmal. Oh, okay. Ich hab's geschafft. Es ist alles meine Schuld. Sie musste dieses blöde Foto nicht machen. Aber ich, sie hätte überleben können. Checkpoint. Also,
jetzt auch Story-Sequenzen direkt im Level. Es ist eigentlich auch eher so eine spielbare Story-Sequenz, die ja gleichzeitig noch mit ein paar Toten garniert wird, so wie wir es halt gewohnt sind. Und ich kann gerade nicht genau verstehen, was Flar Khazr uns hier sagen möchte. Aber ich muss wohl sehr schnell laufen. Och nee, das wird wieder sowas. Das wird jetzt wieder sowas. Es ist quasi wirklich wieder... Ich muss die ganze Zeit hier mit dem mitlaufen. Zumindest nicht die ganze Zeit. Das ist jetzt fast schon so ein bisschen gruseliger Natur. Ich wusste es. Das ist ja echt ein Schlingel mit seinen Geräuschen. Der klingt wie so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Fasching, Karneval oder Fastnet, aber die haben ja auch so Ratschen, die sich so drehen. Das passt auch gerade zur Jahreszeit. Genauso klingt das. Jetzt habe ich hier gerade allen Leuten mögliche Umzüge versaut. Oder Faschingsveranstaltungen. Karneval, Fasnet. Mann! Okay, ich bin schon direkt wieder sehr tilted. Möchte ich... Also hat man vielleicht gemerkt. Einfach... Weil man hier so millimetergenau reagieren soll. Und das mit dem Tempo von der Schnecke in Slow Motion. Hier passiert doch bestimmt gleich nochmal was. Ja, dachte, guck mal, wie ich es mir gedacht habe. Was ist das jetzt? Da unten sitzt irgendeine Krabbe drin rum. Okay, das hat geklappt. Fällst du wieder runter? Nee. Aber dafür kommt... Was ist denn hier los? Was ist das denn jetzt? Das ist der Schädel der Prachtkrabbe. Sieht aber gar nicht so prachtmäßig aus. Das ist auch eine Sequenz, die ist schon sehr stark in die Länge gezogen dadurch, dass die... Bewegungsgeschwindigkeit langsamer ist, als wenn man hier mit Marellado rumlaufen würde. So, dann passiert das wieder... Warum bin ich nochmal vorgelaufen? Vor allem ist dieses Spiel eigentlich sehr einfach durchzuspielen. Wenn man... So, hier kommt doch gleich nochmal einer. Ja, hier, whoopsie daisy. Also es wäre sehr einfach durchzuspielen mit der Komplettlösung. Wisst ihr? Warum wurde ich gerettet? Ich wünschte, ich wäre gestorben. Dann wäre ich zumindest noch bei ihr. Zusammen. So, jetzt muss ich doch kurz, ich weiß nicht, ob hier gleich was passiert, jetzt muss ich doch kurz auf diesen Aspekt eingehen, weil es da natürlich sehr, sehr viele Kommentare dazu gab und wenn ich die Situation noch recht zusammenbaue, meinte ich ja, dass ich diesen Tod von seiner Freundin ein bisschen unrealistisch fand, weil sie fällt da in das Meer rein und er springt ihr nach und er kommt da irgendwie wieder raus, aber sie stirbt da dadurch. Da gab es zwei Faktoren. Zum einen haben wir das jetzt hier nochmal bestätigt bekommen. Timmy wird wieder rausgezogen. Ich habe das irgendwie einfach nur so als Schatten oder als die Hände, die ihn in die Trauer, in die Depression reinziehen, wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Möchte ich, das muss ich nochmal gegenkontrollieren. Wenn das nur zwei waren, in Ordnung. Dann war nur eine Person da, die Timmy retten konnte. Wenn es mehrere waren, dann hätte irgendeine andere Person sich auch noch darum kümmern können, die Freundin sich zu schnappen. Und die Freundin, die ist einfach untergegangen, weil sie nicht schwimmen konnte. Okay. Ist ein Argument, wurde auch schon mal genannt und erklärt natürlich, warum sie da einfach nur komplett wie ein Stein runterging. Erklärt es aber auf der anderen Seite auch nicht so ganz, weil klar, wenn du nicht schwimmen kannst, dann, ja okay. Es ist also, die wird natürlich völlig in Angst und in Schockstarre verfallen sein, aber die hat sich ja sogar, also die ist ja einfach nur so runtergefallen. Das ist eher so. Ist jetzt schwierig, weiß ich, so eine Videospielsequenz zu analysieren, wie das in echt wäre und darum geht's auch gar nicht. Aber irgendwie zumindest so ein bisschen stampeln und sich vielleicht für ein paar Sekunden noch über Wasser halten, das dürfte vielleicht auch ohne schwimmen zu können mit drin sein. Aber die Geschichte ist so, wie sie ist. Es hatte mich nur an dem Punkt, es war mir ein bisschen zu wenig für das, was man irgendwie erwartet hätte, was sich da aufbaut. Also es war so sehr auf diese Dramatik mit diesem Foto aufgespielt. Davor ist man ja vielleicht eher von einer Art Unfall oder irgendwie sowas ausgegangen. Aber
da muss man auch einfach mit von künstlerischer Freiheit sprechen. Ist ja auch keine harte Kritik von mir, sondern war in dem Moment in der letzten Folge auch einfach nur meine Gedanken, so wie ich die hier natürlich einfach auch immer äußere. Und ihr natürlich auch eure Gedanken äußert. Ach, guck mal hier, da kommt wieder plötzlich was von unten. Das ist ja eine geile Geschichte. Kommt das auch nochmal runter? Ach, oh nee, oh. Mein Lieblingsfreund ist zurück. Ich liebe ihn. Ganz, ganz toller. Ich bin, glaube ich, zu spät losgelaufen. Oder auch nicht. Bin ich zu spät losgelaufen. Bin Profi. Frage ist, wie war das jetzt hier? Reicht das? Reicht das zeitlich? Ja. Okay, der Dude kommt wieder zurück. Konnte ausweichen. Das läuft bisher sehr gut. Ich habe absolut keine Lust, das nochmal zu machen. Der geht doch jetzt bestimmt runter. Auf dem Rückweg. Wieso nicht? Warum macht der nichts? Ich bin beunruhigt. Ich bin schwer beunruhigt. Ich will einen Checkpoint. Da kann man einfach nur was holen, das mache ich nicht. Ich will einfach nur einen Checkpoint, Mann. Aber ich glaube, der wird mir nicht vergönnt. Hier kommt gleich irgendwas, dem ich nicht ausweichen kann. Und ich kann auch nicht sagen, was. Ach nein, okay. Ich konnte nicht einmal ein einfaches Versprechen halten. Ich habe sie getötet und im Stich gelassen. Warum bin ich so nutzlos? Ach, Timmy. Du machst dich dafür Sachen verantwortlich, die völlig außerhalb deines Einflusses und deiner Möglichkeiten lagen. Aber darum geht es ja wahrscheinlich in der Geschichte auch einfach, dass sowas Unrealistisches oder so eine nutzlose oder sinnlose Entscheidung wie ein Foto zu machen, dann plötzlich zu sowas führt. Und das ist natürlich genau mit so einem Struggle, den Timmy da hat. Aber da ist unser bester Freund. Der Tod. Hi, mein lieber Timmy. Wie geht es dir? Hör zu. Ich werde nicht so tun, als würde ich verstehen, wie du dich fühlst. Gut. Denn das tust du nicht. Niemand tut das. Weißt du, manchmal ist das Leben beschissen. Manchmal ist das Leben beschissen? Deswegen habe ich sie verloren? Weil das Leben beschissen ist? Ich versuche nur zu sagen, ich bin für dich da. Verschwinde! Lass mich einfach genau hier sterben! Du kannst zu deinen anderen Jobs verschwinden! Mach mich hier und jetzt fertig! Weißt du was? Vielleicht ist es das Beste für dich, jetzt allein zu sein. Ich komme später wieder. Lass dir Zeit. Die Zeit, die sich Timmy nie genommen hat. Das darf man hier nicht vergessen. Das alles abzublocken und sich nicht damit zu beschäftigen, immer nur ein Verschieben sein kann. Dass es dann vielleicht umso härter trifft. Ach, Timmy. Und da ist er noch ganz schön lange gelaufen in das nächste
Level. War ein bisschen allein. Der Tod hält nichts davon, lange Leute allein zu lassen hier, der Sensenmann. Höchstens mal so 2-3 Minuten. Und das war leider wieder abseits vom Gameplay ein sehr schönes Level, weil es musikalisch total toll war. Und eigentlich auch mit den Dialogen dazwischen, also das fand ich ordentlich. Ich bin für dich da. Im Ernst, ich denke nicht, dass du bereit für das bist, was auf dich zukommt. Nicht in deinem jetzigen Zustand. Aber wir haben keine Wahl. Die Uhr tickt und Zeit heilt. Irgendwie. Das ist vielleicht nicht viel, aber ich hoffe, es hilft. Flap, flap! Ich kann fliegen! Bin ich jetzt ein Engelchen? Guck mal, ich kann rumflattern. Oh! Natürlich werde ich trotzdem zeitig umgebracht, weil, also ansonsten geht's ja hier nicht weiter. So, ich muss aber kurz, wir haben kurz im Journal was. Wir haben nämlich ein neues Memo. Wir haben sogar zwei neue Memos. Einmal Alleinsein und lebloser Flug. Also, ich lese euch erst Alleinsein vor. Ist ja wieder von der Perspektive des Sensenmanns aus. Es war nicht nur der Schmerz der Erinnerung an Evelyns Tod. Timmy wurde auch von der Wut, die er gegen sich selbst empfand, gequält. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich nichts tun konnte. Ich sorgte dafür, dass er wusste, dass ich für ihn da war und ließ ihn allein. Ich wünschte, ich könnte ihm alle Zeit der Welt geben, bis er zum Reden bereit ist, aber das ist ein Luxus, den wir nicht haben. Ich musste ihm durch dieses schwierige Gelände helfen. Ein paar Flügel schienen genau richtig. Irgendwie eine schöne Metapher auch gleichzeitig. Also manchmal, wenn was Schlimmes passiert, kann man vielleicht erstmal nichts machen und kann aber trotzdem demjenigen, derjenigen oder einfach der Person dann sagen, ich bin natürlich für dich da, und dann weiß sie das erstmal. Und dann, wenn die Person vielleicht wieder bereiter ist, bietet man seine Hilfe an, in diesem Fall eben durch diese Flügel, dass wir ein bisschen herumflattern können. Hui! Aber ich glaube, das Level könnte mir Spaß machen. Das sage ich hier einfach mal eiskalt im Vorfeld. Aber so ein bisschen rum, das ist so ein bisschen Angry Bird, nicht hier. Flappy Bird ist das jetzt quasi. Das ist quasi Flappy Bird in Rage and Peace. Also wirklich. Außer, dass ich halt so ein bisschen mich nur nach links und rechts bewegen kann. Aber das ist genau das Prinzip. Das haben die bestimmt eingebaut, als damals die App steil ging. Das hätten sie vielleicht so als Demo releasen sollen. Eigentlich ist es sogar eine noch schlimmere Version als Flappy Bird. Weil es mehr Sachen gibt, die einen hier umbringen können. Och Mann, das ist echt auch hier, das ist schon ätzend. Aber ihr habt gesagt, das könnte mir Spaß machen. Das ist zumindest eine Bewegungsform, die mir besser gefällt. Während Timmy hier echt rumhängt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und gleichzeitig wieder dieses dumme Vieh da am Start ist. Das mag ich ja wirklich gar nicht. Aber sie buddern hier jetzt echt nochmal ganz schön rein mit den verschiedensten Mechaniken. So, kann ich hier bleiben ein bisschen? Gehen die nochmal runter? Nee, ich glaube, ich kann hier bleiben. Dürfte auch vielleicht gleich der erste Checkpoint kommen. Das ist so ein Otto, Mann. Dieser Vlarvkasavr. So, hier kommt er ja irgendwo nochmal raus, ne? Da guckt er kurz mal von oben. Hallo, können uns ja mal unterhalten vielleicht. So, Checkpoint. Da kann ich mal kurz ein bisschen chillen. So ein bisschen in einer ganz komischen Position. Ah, der Timmy. Guck mal, das ist auch ein toller, das ist doch hier, das ist doch mein Urgroßvater. Hier, Bernie, Alter. Bernie mit der Big Nose. Man kennt ihn doch, Bernie Big Nose hat man ihn damals immer genannt. Ja, hier flattert er wieder rum. Ich weiß aber natürlich direkt genau, wo ich bleiben muss. Au! Das hat mich schockiert. So, komm rum. Wie die hier manchmal auch rumfliegen. Die Stalagmiten. Und Stalaktiten. Was geht hier ab? Eine nice Zeit, ne? Ja, ich dachte es mir schon. Ich dachte es mir schon. Du Halunke. Ich werde schon wieder ganz schwitzig. Sag ich euch. So, gehe ich hier dann unten. Was sind da für Geräusche im Hintergrund? Das klingt, als würde irgendjemand eine... Also als würde jemand heulen oder als würde jemand seinen Kopf in die Toilette stecken. Gibt nur die zwei Optionen.
sonst gar keine. So, flieg hier wieder lang. Ich flieg hier wieder. Upsi, bum, barum. Barum, barum, barum. Du gehst hoch. Ja, das sind also ganz komische Geräusche, sind das hier. Nochmal? Ne. Oh, oh, ja, zwei sind's jetzt plötzlich. Natürlich. Einer hat nicht gereicht. Man braucht eine ganze Kolonie. Die Passage hier ist eigentlich, wirklich, wenn ihr mal... Man müsste hier gleichzeitig irgendwie als zweite Tonspur meine Gedanken hinzuschalten können. Weil ich gerade echt mir so dachte, jetzt sagst du, diese Passage ist leicht und gehst bestimmt plötzlich in die Falle rein, die du bisher noch als kein einziges Mal mit deinem Tod beseelt hast. Und genau so was, genau so was. Ich muss hier mal kurz wirklich... Ich bräuchte ein Handtuch für meine Hände. So, aufreibend ist das natürlich plötzlich jetzt wieder. Tolle Geräusche, wirklich. Ganz tolle Geräusche. So, hier kann ich doch jetzt einfach... Genau, so vorne dranbleiben. Oh! What is it, ey? Ja, natürlich nochmal runter. Kommst du auch noch? Oh. Und nochmal, oder? Oh. Wie habe ich das überlebt? Ich habe das so knapp überlebt. Ich bin quasi in die Stacheln schon reingeflogen. Es ist einfach, man muss auch wirklich sagen, heute ist das Spiel gut zu mir. Oder ich bin einfach gut. Ich habe einfach wirklich diesen Monat auch gebraucht, um meinen Skill wieder zu hegen und zu pflegen wie ein... zartes Pflänzchen. Ist wohlgemerkt die einzige Pflanze, die in meiner Pflege überlegt. Wir sind in dieser Wohnung hier sowohl eine Palme als auch ein Kaktus oder irgendwie sowas gestorben. Eine Sukkulente. Ja, die sind eigentlich pflegeleicht, aber offensichtlich habe ich keinen grünen Daumen. Es geht natürlich trotzdem noch weiter. Es ist, ja! Es ist nicht vorbei. Es ist nie vorbei. Es geht immer weiter! Ich hasse euch! Vlarde Kasarv! Aber das könnte eine tricky Passage werden. Das ist eine tricky Passage. Die lassen sich halt jetzt gerade auch echt nicht lumpen, ne? Ich könnte höchstens versuchen, möglichst schnell durchzukommen. Vielleicht wäre das eine geile Option. Da muss man dann aber wirklich richtig Tempo machen. Ja, funktioniert aber. Ey, es ist so ein übertriebener Scheiß hier. Au! Wie sich das plötzlich losdreht! Es ist Flappy Bird in doppelt so schlimm. Flappy Bird auf 3000%. So, da geht's wieder los. Ich flatter hier schön durch. Das dreht sich wieder los, als gäbe es kein Morgen. Oh, das dreht sich die ganze Zeit so. Flarve, Kasarve. Aber ich habe den Skill. Ich habe ihn schlicht und ergreifend. Oh! Ja, okay, klar muss das auch nochmal dazukommen. Es hat viel mit Geschwindigkeit hier zu tun. Das kann man schon sagen. Viel natürlich auch mit der perfekten Taktik, wo ich stark lügen würde, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich die nicht hab. Ne? Also guckt euch das an. Die, also da haben sie wirklich alles reingebuddert, was sie an Buddha noch im Kühlschrank hatten. Und ich glaube, die Entwickler hatten einen Buddha-Sponsoring. Aber salzige Butter! Checkpoint? Ja, Checkpoint. Und mein Freund, der Sensenmann. Das hätte auch irgendeine wunderschöne Rom-Com aus den 80ern sein können. Hey da. Hey. Danke. Für dein kleines Hokuspokus vorhin. Fühlt sich immer noch etwas komisch an. Aber es funktioniert. Und es hilft. Ist tatsächlich vorher, wie ich das meinte. Mit der Metapher, dass wenn dann jemand bereit ist,
oder zumindest bereit wirkt, Hilfe anzunehmen, dann können schon so kleine Sachen, mal kleine Flügelchen geben, mal über eine kleine Passage hinweghelfen, schon den ersten Unterschied machen. Es freut mich, das zu hören. Und... Entschuldigung. Wegen vorhin. Keine Sorge, mein lieber Timmy. Ich verstehe das. Ist nur menschlich. Denk nur dran, ich bin da. Für dich da. Finde deine Stärke und ich verspreche dir, wir beenden diese Sache, die wir begonnen haben. Sicher. Danke. Und ich bin hier, um dir zuzuhören, wenn du etwas sagen möchtest. Es ist hier gerade eigentlich echt und ich muss sagen, das macht das Spiel auch gut. Also es gibt bisher wenige Punkte. Ich kann mich jetzt eigentlich gerade gar nicht direkt an einen konkreten erinnern, was so diese Emotionalität angeht und auch die emotionale Bewältigung, emotionale Phasen, Trauer, wenn man einen Todesfall hatte oder auch wie man jetzt hier wieder tot als, sag ich mal, außenstehendere Person für so einen Menschen dann da ist, der sowas zum Beispiel erlebt hat oder was ähnliches. Deswegen erwähne ich das gerade auch die ganze Zeit. Dass es zum Beispiel auch richtig ist, so oft wie möglich zu sagen, ich bin für dich da. Einfach nur, damit der Mensch das hört. Und da muss dann gar nicht eine Reaktion da sein, die man sich irgendwie erhofft. Oder vielleicht ist auch eher erstmal eine abweisende Reaktion da, wie wir es hier gerade von Timmy anfangs auch hatten, wofür sich ja jetzt sogar entschuldigt hat. Das darf man dann nicht persönlich nehmen, sondern das ist dann liegt in der Menschlichkeit der Sache, dann vielleicht da auch mal abweisend zu reagieren. Also das macht das Spiel wirklich und deswegen unterschreibe ich das hier dann gerne auch nochmal so und gebe das vielleicht als klein, ja, ist immer schwierig in so einem Let's Play von irgendwie Lebensweisheiten oder Ratschlägen zu sprechen. Vor allem habe ich die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen, aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, wo ich damit hin möchte. Sobald du bereit bist. Sobald du bereit bist, kleiner Timmy. Und so lang lese ich erstmal das neue Memo vor und kümmere mich darum, dass wir hier passend weiter durchflattern. Diesmal war Timmy nicht so feindselig wie vorher, aber ich schätze, er war einfach noch nicht zum Reden bereit. Das ist in Ordnung, ich verstehe das. Ja, wir rattern, also Memos gibt's gerade ohne Ende, wenn man die so ein bisschen als, doch, zum Glück ein Checkpoint. Hallo? Oh, mal wieder ein Hai, der aus dem Boden rauskommt. Und direkt danach Stacheln, die aus dem Boden rauskommen. Ich muss aber gleichzeitig sagen, jetzt habe ich das Spielprinzip auch wieder, jetzt bin ich fast schon wieder so ein bisschen durch. Damit. Also das Level hätte man eigentlich hier beenden können. Ich bin also eigentlich mit den Dialogen gerade sehr zufrieden. Das Gameplay... Das schwankt. Die kommen doch bestimmt nochmal. Ja. Hatte ich alles vermutet. Da muss ich wohl kurz ein bisschen rumexperimentieren. Ob da ganz oben lang die Devise ist. Ja, es kommt nicht so weit. Klogeräusche wieder im Hintergrund. Hier kann ich nicht lang. Am meisten liebe ich es, wenn im Hintergrund die ganze Zeit jemand auf der Toilette heult. Und dann wieder das, dann geht's hier wieder so und so. Hier ist es echt nur noch Muster auswendig lernen. Ohne gutes Ende. Was macht denn der für Geräusche? Ist ja richtig putzig. Der traut sich gar nicht. Das ist so, ahui, ahui. Goofy, kann man Creepypasta darüber schreiben, wie der hier gelandet ist in dieser komischen Zwischendimension. Was hier ist? Wer ist denn hier was? Ahui. Ahui, ahui. Kommst du nochmal? Ich hatte eigentlich gehofft, du kommst nochmal. Er kommt mir die ganze Zeit nachgesprungen. Der hat mich richtig lieb. Dem nehme ich das nicht übel. Ist trotzdem hier echt wieder ein ganz schön... Ey, mir ist gerade echt auch aufgefallen. Wenn du in dem Spiel eigentlich auch, sag ich mal, einfach ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis hast und dir nicht so schnell so Muster einprägen kannst, dann ist nicht nur die reine Schwierigkeit im Ausweichen und im Rumspringen und sowas eine Schwierigkeit, sondern dann hast du echt doppelt reingelänzt. Richtig reingelänzt hast du. Und man muss auch echt oft an andere Spieltypen sich dann gewöhnen. Jetzt hier zum Beispiel an diesen fetten,
Flabby Bird Modus. Ihr seht, ein bisschen Selbstlob war gerade notwendig. Man hat dann halt irgendwann keine Lust mehr, das zu machen. So, geh wieder hoch. Und jetzt nochmal runter. Nein! Das Level ist beendet und das noch unter 70 Toten. Schön! Hey, du da. Und jetzt kommt Timmy selbst auf den Sensenmann zu. Hier bin ich. Weißt du, jetzt, wo mir alles wieder einfällt, wird dieser Tag so klar in meinen Erinnerungen. Die wunderschönen Farben der Sonne am Horizont, für uns so nah. Ihre Klamotten, das rotkarierte Shirt, das ich ihr vor Jahren geschenkt hatte. Dieses dämliche karierte Shirt. Der Wind in meinem Gesicht und in ihrem Haar. Ihre Stimme, ihre Aufregung beim Fotografieren hier und dort. Ihr Lächeln. Ihr Lächeln. Es fühlt sich an, als hätte ich im Inneren schon gewusst, dass das ein so wichtiger Moment werden würde. Als hätte mein Verstand darauf gedrängt, so viele Dinge wie möglich aufzunehmen. Und nun, da ich weiß, woran ich mich erinnere, wie soll ich das alles nur vergessen? Du musst es nicht vergessen, mein lieber Timmy. Sie wäre froh zu wissen, dass deine Erinnerung an sie bleibt. Weißt du, was wirklich weh tut? All die Was-Wenn-Gedanken. Was, wenn ich nie nach ihrem Bild gefragt hätte? Was, wenn ich meinen Arm weiter ausgestreckt hätte? Was, wenn ich schneller geschwommen wäre? Was, wenn ich sie zu greifen bekommen hätte? Weißt du, wir hätten leben können oder sterben, das wäre mir nicht wichtig gewesen. Wir wären zusammen gewesen. Und nach all dem, selbst nachdem ich sie verloren habe, warum enttäusche ich sie da noch immer? Ich habe ihr versprochen, mein Leben in vollen Zügen zu leben. Aber ich habe dicht gemacht, ich habe nicht gelebt, ich war nicht lebendig. Ihre Bitte war so klein und ich habe sie trotzdem enttäuscht. Es ist einfach alles so, es ist zu viel. Ich habe so viel in mich reingefressen und es ist so erstickend. Es tut mir wirklich weh. Es tut mir leid. Ich bin sicher, du weißt es bereits. Das Leben ist nicht immer fair. Manche Dinge passieren einfach. Und mit einigen dieser Dinge scheint der Umgang vielleicht irrsinnig schwer. Aber du kannst es mit ihnen umgehen, auf die eine oder andere Weise. Es ist, als würden mein Verstand und mein Herz in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Nun, diese Frage, nur du kannst diese Frage beantworten. Nimm dir einfach etwas Zeit. Nimm dir Zeit, um zu begreifen und um deine wahren Gefühle zu begreifen, um nach ihnen zu lauschen. Und für euch den Text richtig vorzulesen. Ich werde etwas für dich vorbereitet haben. Wir sehen uns bald wieder, mein lieber Timmy. Er wirkt ein bisschen flotter jetzt. Er hat, glaube ich, zumindest, ich glaube, vorher waren die Augen nicht so ganz offen. Wir hüpfen nochmal ins Journal hinein. Kummer und Bedauern. Timmy hat mir letztendlich alles erzählt, woran er sich erinnert und was er gefühlt hat. Kummer und Bedauern sind Dinge, die ich gut kenne. Aber mit Timmy fühlte es sich anders an. Er macht einen guten therapeutischen Job. Ein guter Zuhörer. Der Tod oder der Sensenmann insgesamt, wo ich auch noch gespannt bin, ob sich da vielleicht noch eine andere Identität dahinter verbirgt. Und gleichzeitig war es auch ein richtiger Ansatz, dass, und das meine ich ja auch vorher schon, Timmy hadert hier natürlich mit Dingen und das ist ja meistens so, die außerhalb seiner Machtlagen und all die was wäre, wenn, die sind dann leider nicht zuträglich, weil
das Leben halt mit daraus besteht, dass manchmal unfaire und beschissene Dinge passieren. Das Einzige, was wir dann anpassen können, ist, wie wir damit umgehen, auf die eine oder andere Art. Ich freue mich natürlich, gerade weil das Let's Play sich jetzt gerade schon wieder über einen längeren Zeitraum erstrickt und diese lange Episoden natürlich trotzdem eine gewisse, ihr merkt ja, ich sammle mich da auch selbst und habe dann jetzt hier, glaube ich, eine schöne Folge rausbekommen, obwohl die Zeit dazwischen war. Natürlich freue ich mich ebenso, wenn viele Leute von euch noch dabei sind und ich freue mich auch darüber, wenn ihr dieses Video hier bewertet, kommentiert und mir eure Gedanken mitteilt. Und dabei natürlich immer schön untereinander, gerade weil es hier um viele größere und emotionalere Themen geht, schön verständnisvoll und voller Empathie und respektvoll in den Kommentaren bleibt. Das ist mir hier bei dem Let's Play natürlich besonders wichtig, aber auf diesem Channel ja sowieso seltenst ein Problem. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich sage ja häufig, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Das stimmt natürlich auch hier, aber hier bei diesem Let's Play hoffe ich auch immer so ein bisschen, dass ihr was mitnehmen konntet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüdüdü und reingehauen.